So, meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. Wir sind Kapitel 4 angelangt und wir sind wieder zurück in der Vergangenheit. Wir lesen uns wieder das Tagebuch durch und ja, erleben das ja quasi wieder, ne? Und wir wissen ja schon, beim letzten Mal Tagebuch lesen ging da schon einiges Böses ab, ne? Und ich denke nicht, dass es einfacher wird jetzt. So, das hatte ich dann beim letzten Mal vorgelesen, mit fast das Knie gebrochen und. Jetzt machen wir auf gerade, nachdem uns dieser Typ runtergeschmissen hat. Okay. What is he doing in your house? Is he the one responsible for my father's disappearance? What is there? In the basement? No. I'd rather not think of whose blood that was. Okay. Aber er kam ja hier aus diesem Zimmer, ne? Huch, Nacht nicht nennen. Warte, so müssen wir es machen, ne? Genau. Rotieren, hier ist nichts drin. Das ist ein Nachttöpfchen. Ich dachte gerade, dass wir hier Adolf Hitler, Alter. Naja, das war selbst. Ja. My head. You can't come in here! Hear me, you snot! You're not allowed here! What? What's wrong with me? They said it wouldn't happen again! They promised, dear God! What happened? Looks like a hurricane went through here. You're not alone. Okay, das war die Nummer 7. So, wer ist Maria? Worum ging es hier? Welche Entschädigung? Wofür? Das erlesen wir jetzt. An Jacob Haidt. Du dreckiger Geizhals! Ist dir das Leben eines Mannes gar nichts mehr wert? Ich habe nicht nach 500 oder 1000 Dollar gefragt, sondern nur nach einer kleinen Entschädigung, aber du bist dir ja zu schade, mir selbst einen lumpigen Penny zu geben. Und das, nachdem mein Mann sein Leben für dich gelassen hat. So einfach wärst du mich nicht los. Darauf kannst du Gift nehmen. Maria. Okay. Wir rotieren mal mit den Dingen ein bisschen rum. Nix. Okay. Haben wir durchgelesen. Sehr gut. Wählen. Inventar hinzugefügt. Und so, was haben wir hier? Rotieren. Ich finde das mit Werfen ja ziemlich geil. Bobs daneben. So. Egal, wie es hier aussieht und ob hier ein Tornado rumgewütet hat, wir machen es alles noch schlimmer, da wir auch die Sachen durch den Geschmack. Moment mal, die Tür war doch eben gerade noch. Was? Hä? Sind wir nicht gerade. Die Tür ist jetzt. Was? What the hell? I need to find another exit. Wie ist das möglich? Okay. Anschauen. Okay. Die Uhr meines Vaters. Ich habe gehört, dass sie ein Geschenk war. Mein Vater war immer wie besessen von Pünktlichkeit und Ordnung. Ich habe mich oft gefragt, warum er sich die Mühe gemacht hat, eine Familie zu gründen, da wir laut ihm nur Unordnung und Verzögerung verursacht haben. Rotieren, um die Botschaft zu finden. Oh, die Botschaft ist hier. Schalalalala. Guck mal, hör mal auf. Wieso mach? Hopp. 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 Okay. Wow. Das ist da alles drin, wa? Ich weiß nicht, wer ML sein soll. Aber ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich den Tisch angerempelt habe und die Uhr auf den Boden fiel. Mein Vater blieb wie angewurzelt stehen. Ich hatte erwartet, eine ordentliche Tracht Prügel zu halten, aber er sammelt einfach nur mit zitternden Händen die einzelnen Metallteile der Uhr ein und begab sich ins Schlafzimmer, wo das Telefon klingelte. Mann! So, wo waren wir denn stehen geblieben? So, händete einzelne Metallteile der Uhr ein und begab sich ins Schlafzimmer, wo er den Rest des Tages erfolglos versuchte, sie zu reparieren. Die Uhr funktionierte danach nie wieder, aber mein Vater hatte sie nie weggeworfen. Er versuchte immer wieder, sie zum Laufen zu bringen. Es ist ihm jedoch nie gelungen. So,
Ja, zurück. Gut, ich werde. Tschüss. Lieblos wieder draufgeworfen. Ja. Wäre gedacht, wenn wir hier nicht rüberkommen. Die kann ich nicht zumachen, alles klar. Hier ist nichts drinne. Dann gehen wir durch diese Tür. Oh, eine Besen. Gegenstand. Ein Dingens. Achso, wir sollten ja auch versuchen, die ganzen. Nein! Oh oh. Das ist nicht gut. Der Mann mit den schweren Schritten wieder. Ich meine, das Feuerzeug kann man durch die Dielen ja sehen, ne? Einfach nicht umdrehen. Einfach geradeaus. Oh Gott, ich drehe mich wieder um. Alter, wenn Ratten vor irgendwas flüchten, heißt es nie was Gutes, ne? Man sollte nie in die Richtung krabbeln, wo Ratten irgendwie in die gegengesetzte Richtung. Also, wisst ihr? Nee. Verpiss dich. Ja, er hat Angst vor dem Licht. Das streichelt, das geht auch nicht. Aus. God damn it. I feel like this house is trying to kill me. Ja, das habe ich auch schon den ganzen Tag vermutet. Hier waren wir schon. Das ist doch schon diese Tante da. Okay. Oh, das brauchen wir. Just in case. Ja, nur für die Falle fällig, ich weiß. I'd rather not kill anyone. Without ammo, it won't be much help. Okay, today. Was ist denn das? Rotieren, rotieren, rotieren. Ich weiß nicht, was es ist. Genau, an Dietrich, hör mal. It's time to go to the basement and see what's behind that door. Digi-Line. Was ist hier? Mach mal Licht. Petroleums. Na komm, hier. Na komm, jetzt aber. Was ist denn das? Ist es die Kackuhr wieder? Ewi anschauen, okay. Es muss einer dieser Amulette sein, die ihrem Eigentümer angeblich Reichtum bringen sollen. Mein Vater war nicht abergläubisch, aber wenn er so hart auf hart kam, griff er nach jedem Strohhalm. Rotieren, um die versteckte Scheiße zu finden. Und versteckte Mutter könnte es vielleicht dem Partner meines Vaters, George Whitehead, gehören. Vielleicht hat er meinem Vater geschenkt oder... Ach, ich weiß es doch auch nicht. Okay. Ja, werfen. Okay. Au! Oh. Eine Pissrinne hätte ich beinahe gedacht. Na? Jesus, ich bin froh, dass du da bist. Es ist fürchterlich hier. Satan ist hier, kannst du mir... Was? Er zeigt ja irgendwo hin. Ja, Jesus. Ich weiß, du bist es. Und eines Tages werde ich zu deinen Jüngern gehören. Was? Na, vielleicht ganz schnell, wenn das hier gleich... Ja. Benutzen. Ja. Also nochmal, Jesus. Ich hab dich lieb, du bist mein Held. Ja. Und Anrufbeantworter? 1800 noch was? Gab es da schon Anrufbeantworter? Ich glaube nicht, da gab es nicht mal Telefon, oder? Ich kann mich noch erinnern, wie aufgebracht mein Vater nach dem Unfall war, als er herausfand, dass George zugestoßen war. Er war von Panik erfüllt. Oh, Panik. Davon hat er viele gehabt, ne? Er war wahrscheinlich sehr, sehr christlich, unser Vater, ne? Ja, okay. Gudi,
Ich dachte, ich kann hier noch irgendwas anzünden oder so. Die Bude. Naja. Das ist nur Schnaps. Wobei, nur Schnaps ist ja... Ah! Oh. Wie soll ich das denn machen? Bewegen den Dietrich mit der Maus unter einen der Zylinder und anschließend nach oben um den und unten, um den Zylinder anzuheben. Sobald der Zylinder mit der Sicherheitslinie blockiert, mit dem linken Maustaste blockiert, sag ich. Hä? Immer. Bewegt den Dietrich mit der Maus unten und dann schießt nach oben und unten, um den Zylinder anzuheben. Sobald der Zylinder über der Sicherlinie ist... Ah, oh, ist klar. Ah! Kein Dingelingeling, Digilein. Hallo? Na, komm, mach mal die Tür richtig auf hier. Hallo? Ist da wer? Ich mach mal ganz kurz eine Kerze an. So. Es ist besser, ein kleines Licht zu entzünden, als über lange Dunkelheit zu klagen. Ja. Okay. Das ist wie dieser komische Engel. Und die Fußschritte sind auch... Oh, Julius Caesar! Oder zumindest, ja. Ich weiß nicht. Irgendwer. Hallo, ihr netten... Huch. Wir versuchen das ein bisschen witzig zu machen, ne? Ihr merkt das schon selbst, ne? Dass ich mir eigentlich quasi in die Hosen gerade, ne? Ach, das ist der noch ohne. Das ist doch das noch ohne Füße kaputte. Die Pupsi. Na, lass uns mal lieber nochmal hier ein langes, kleines... Ja. Ah, das ist bestimmt der Gürtel, mit dem uns dann unser Vater immer geprügelt hat. Ich weiß nicht einmal mehr, wie oft ich damit verprügelt wurde. Es grenzt an ein Wunder, dass er noch in einem Stück ist. Vater verprügelt mich manchmal für miese Mitteltaten, die er sich nur eingebildet hatte. Er behauptete unter anderem, ich hätte die Gäste bestohlen. Hätte nachts mit jemandem auf dem Flur gesprochen oder ich wäre in der Mine geschlichen. Nichts davon war wahr. So, und jetzt müssen wir die versteckte Scheiße finden hier wieder. Irgendwann dachte er, dass eine härtere Bestrafung erforderlich wäre, da ich mich so daran gewöhnt hatte, verprügelt zu werden. Er fing danach an, mich für Stunden, manchmal sogar tagelang im Dunkeln einzusperren. Was für ein Monster. Weg damit. Na komm, gib alles, Junge. Gib alles. Aha, jetzt sind wir wieder hier. Alles da. Und nichts wie raus hier, würde ich sagen, oder? Tschüss. Okay. Einen anderen Mal also. Oh, Keller oder was? Ja, wo denn sonst, ne? Ja, die Sachen habe ich ja selber hingeschmissen. Ah, zum Glück. Oh nein. Ach, wie schön, das ist alles wieder... Huch. Wo war denn der Schrank? Der war hier... Alles klar. Yes! Lass uns doch mal schnell über Licht anmachen, ey. Das ist alles viel zu... Nein. Ich habe mich schon gefragt, wann ist die Lampe wieder leer? Und ich habe mir so gedacht, so... Wir warten einfach so lange, bis die denn leer geht und hängen hier oben rum. Um danach in den Keller... Um die Lampe voll zu machen, um dann in den Keller zu gehen. Wir gehen doch nicht hier mit leerer Lampe in den Keller. Das, was denkt ihr denn hier? Hör mal. Ja. Wieder keine Lampe mehr? Nee, okay. Okay, jetzt mal die Lampe wieder auffüllen, was? Upsi-pupsi. Ah, wie schön. Was? Oh Gott sei Dank ging das nicht. Ja, natürlich müssen wir den fucking... Oh, hier ist Licht an. Oh! Oh. Ihr Arschlöcher! No, it can't be happening. It Nein. can't be true. Why did they say I'm safe now if it's coming back?
Alter, verfickte Scheiße, ey. Ja, ich weiß, es gibt nachher wieder einen... Mann, hier, nimm das doch und klatsch da auf diese Geister ein, ey. Man hätte damit rechnen müssen, dass da was passiert, ne? Aber das, der erste Gedanke, den ich hier gerade hatte, tatsächlich war, oh, wie schön, das Licht ist im Keller an. Mhm. Aber das war es ja schon von vornherein. Alter. Irgendwann mal gehe ich hier zugrunde mit diesem Spiel. Aber das ist immer nett, dass immer wieder neue Dingensflaschen verteilt werden. Okay. Piste, scheiß Pisser. Huch, ach so, klar, na, da war ja was, ne? Müssen wir denn hier wirklich rein? Natürlich. Weil wir den Dietrich brauchen, um hier durchzukommen. Iss mich nicht, nein, iss. Okay. Hupsi pupsi. What? Aha, was ist das? Was ist das denn jetzt? Was soll denn das? Aha, wahrscheinlich eine... Upsi, jetzt habe ich alles verkackt. Vielleicht eine andere Reihenfolge, oder was? Muss gar nicht so doll machen, ha? Okay. Aha. Können wir bitte hier eine Kerze an... Genau. I should be able to get into another room from here. Ist das so? Wie denn? Das... Ja, nix. Was? Ah! Wo darf ich mit meiner Maske hin? Okay, das sollte reichen. Warte mal eben. Einmal die Lampe anmachen. Ah! Ich hab's nämlich schon an der Seite gesehen, dass sie hier langsam leer geht. Na, wenn wir da nicht. Das kennen wir auf Resident Evil 7, oder? So, was hier? Ach du Scheiße, was ist er denn? Verdammt, bist du das? Boah, voll abgewehrt, Alter. Mach den Mann mit der Maske fertig, Vater. Papi, huch, hi. This can't be real. Nee, das glaube ich irgendwie auch nicht ganz. Shit, I can't pass here. There must be another way. Ich komme da nicht durch. Können wir nicht irgendwie hier... Was schade ist, bei diesem Jumpscare jetzt, der hat sich angekündigt, ne? Dadurch, dass ich gerade einen Freeze gehabt hatte. Was ist denn das? How in the world did they get out if there's a mechanism blocking the door? Seems like some parts are missing. Okay. This is real. The blood, the metal rod. These are no phantoms. I haven't lost my mind. Not this time. Der Schlag war so kraftvoll, dass sie völlig verbogen ist. Okay. Was ist das? Looks like der passt daran. Abominations that the judges wear on their heads. There was a judge that used to come to our house. Okay. What was his name?
Norton. Wait a minute. It is him. It was his death that was covered up in that newspaper. How is that possible? And the other man? The one in the hat. He locked up the judge. So maybe he did the same to my father. Yeah. I'll retrace the steps. Maybe I can find out something about my father's disappearance. All the other missing people. Wird der die Tür öffnen können? Eventuell, ne? Maybe I could use it to open the door. Und hier haben wir noch ein Zahnrad. Cog. Hopefully it will fit the mechanism. Was habe ich hier noch? Irgendwas? Nö, hier ist nichts. Weil ich könnte ja hier tatsächlich. Eichhölzer. Won't budge. How in the world did he get away? Ja, das fragt man sich, ne? Moment. Nee, okay. Hier ist Petroleum. Okay, dann lass uns mal gucken. Wir haben aber nicht viel zusammengesammelt, ne? Shape tells me I need to put the cog in here. Das haben wir ja hier am Start. Hä? Moment. Da haben wir schon alles eingesetzt. Was für eine kräftige Tür, hör mal. Das ist eine Dings hier. Luftschutzbunker-Scheiße hier. Okay. The judge is bleeding heavily. Sind wir jetzt also wieder hier angekommen? Okay, es ist Blut, frisches Blut. Am Start. Wieso kann ich mich nicht bücken? Jetzt aber. Er ist tot. Wo ist der hin? Also, dein Bruder hat angerufen, ja, mal wieder. Musik alle. Blood trail. I can use it to track him down. Okay, aber da geht's längs. Was zum Teufel, FIFA vom? Er trieb sich hier heute Nacht herum. Momentchen, Popentchen. Wie viel Blut der verloren hat, ey. Ach so, eine gemütliche, sehr seriös und sehr sicher ausschauende Hängebrücke. Na klar, das wollen wir machen. Hier über diesen wilden Fluss. Diese komplett seriöse Hängebrücke. Kann ich alle. He'll go to the inn. I thought it'd been closed many years ago. Und das vor 10 Jahren, wa? Tagebuch wurde aktualisiert. Wir nehmen hier das Fläschchen mit. Ergänzen damit. Maybe I could use it. Wow, sachte, Alter. Okay, Baby. Auf wen sollen wir denn schießen, so? Auf diesen Blöden, ne? Kann ich aim? Baby, yo. He must have known. What? Stay away. Don't come any closer. Don't make me do this. Nanu. But he did nothing. Der hat let him do it all. Schieß ihn ab! Und weg ist er. He's vanished into thin air. Das machen sie alle. Alter! Bullets only keep him away for a while. Oh, auf einmal fange ich so nervöses Zippeln auf einmal an. Uah.
ist das gruselig! Hören Sie auf, bitte mir zu folgen. Ich habe Angst. Oh. This is useless. We'll find him alone. Oho. Das war knapp, Alter. Again. How do I get rid of him? Wo führt er uns hin? Der angsteinflößende Mensch aus der Hölle. Oh mein Gott, er kommt schon wieder. What do you want? For me. Links. Da geht's links. Wo ist er? Angst essen meine Seele auf. Leave me alone. Moment. War Motivation mitgenommen? Meine Fresse. For God's sake, die! Komisch, das geht nicht. Ach so. Wasch! Du hör mal auf! Warte mal. Och, ist das gruselig. Hä? Ah, okay. Ich hab dir voll in die Fresse geschossen, Junge! Spannung in sie eher. Das mag ich nicht so sehr, denn ich hab so fürchterliche Angst vor diesen einen bösen Mann. Ach, sind wir jetzt am Gasthof angekommen? Ja, jetzt.
Oh nein! Jemand muss büßen für all die Tage der Folter! Hey! Boah, Alter, was ist los? Ich habe ihn gerade ins Gesicht geschossen. Erst rein, sauber. Lad nach. Lad nach. Was eiern wir denn da rum? Warum bin ich denn gestorben? Warum? Warum bin ich gestorben? Durfte ich da nicht bei, oder was? Ha? Eigentlich wollte ich mal ganz kurz irgendwie einen Break machen. Das machen wir jetzt auch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Das wird spannend. Machen wir dann. Danke fürs Vorbeischalten und tschüss.